Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Dr. Blodarek Life Coaching. Ich bin Eva Blodarek, Diplompsychologin, Coach und Buchautorin. Und hier geht es darum, warum es so wichtig ist, dass Sie auch mal Nein sagen. Ich habe ja schon ein Video zum Thema Nein sagen gemacht, nämlich wie man diplomatisch Nein sagt, damit man auch niemand kränkt. Aber hier geht es nicht um die Form, sondern es geht darum, dass Sie sich überhaupt trauen, Nein zu sagen. Nein zu sagen fällt den meisten von uns nämlich ziemlich schwer. Und die Ursachen dafür liegen in unserer menschlichen DNA. Eines unserer Grundbedürfnisse ist nämlich die soziale Zugehörigkeit. Und ein Nein bedeutet immer, dass Sie einen Wunsch oder eine Bitte oder eine Forderung ablehnen. Und damit machen Sie sich ja logischerweise nicht gerade beliebt. Also vermeiden Sie es möglichst. Vielleicht aus Angst vor Konflikten oder weil Sie Kritik fürchten. Etwa, dass jemand sagt, also du bist vielleicht egoistisch. Oder vielleicht auch, weil Sie Schuldgefühle vermeiden möchten, die sich oft hinterher einstellen. Und das ist ja doch manchmal so, dass man dann hinterher sagt, hätte ich vielleicht doch zusagen sollen. Kurz und gut, es ist nicht einfach, Nein zu sagen. Niemand wird Sie loben, wie schön, dass du deine Interessen so stark durchgesetzt hast. Stattdessen müssen Sie mehr oder minder mit Gegenwind rechnen. Trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, möchte ich Sie ermutigen, dass Sie über Ihren Schatten springen und öfter Nein sagen. Zumindest da, wo es Ihnen wichtig ist. Und dazu möchte ich Ihnen gerne 5 Gewinne nennen, die Ihnen ein Nein einbringt. Vielleicht kann ich Sie damit überzeugen, dass Sie öfter mal Nein sagen. Mein erster Gewinn ist, ein Nein schützt Sie vor Überlastung. Bitte machen Sie sich klar, Sie sind nicht Superman oder Wonder Woman. Sie haben auch nur begrenzte Energie. Und wenn Sie zusätzlich zu Ihren eigenen Aufgaben immer nur Ja sagen, dann geraten Sie nicht nur ans Limit, sondern auch noch darüber hinaus. Sie nehmen etwa Arbeit übers Wochenende mit. Sie springen in der Pflege immer für andere ein. Sie akzeptieren Überstunden als Pflichtprogramm. Oder Sie helfen bei einem vollen eigenen Programm noch ganz aufwendig jemand anderem. Ja, ich kann Ihnen versichern, das geht nicht lange gut. Egal wie edel das Motiv ist, aus dem Sie handeln oder auch wie dringend Sie gebraucht werden, Sie müssen mit einem Nein Ihre Energiebalance halten. Denn sonst, das kann ich Ihnen versichern, haben Sie bald einen Burnout. Ich weiß, wovon ich rede. In meinen Anfängen als Psychotherapeutin wollte ich die Welt retten. Wenn nach 8 Stunden Therapie noch jemand anrief, er müsse jetzt ganz dringend und sofort zu mir in die Praxis kommen, ja, dann habe ich auch noch eine 9. Stunde drangehängt. Und anschließend bin ich dann völlig erschöpft zu Hause angekommen. Wohlgemerkt, es handelte sich jetzt dabei nicht um gefährdete Klienten, wo man dann wirklich als Therapeutin auch da sein muss. Aber das waren also ganz normale, kummervolle Patienten, Klienten. Aber ich brachte es nicht übers Herz, einem Menschen mit Kummer Nein zu sagen. Und wenn es Ihnen so geht und Sie sich durch zu viele Ja's überlasten, dann schadet es Ihrer Gesundheit. Sie verlieren auf die Dauer die Freude an dem, was Sie tun. Mein zweiter Grund, warum Sie tatsächlich öfter Nein sagen sollten, ist: Ein Nein schenkt Ihnen mehr Zeit. Schwierig ist es, bei kleinen Zeitfressern es abzulehnen. Man bittet Sie etwa, für den Kindergeburtstag einen Kuchen zu backen oder bei der Post ein Paket abzuholen oder mal übers Wochenende die Katze zu füttern, vielleicht auch das Handy einzurichten. Naja, ist ja nicht so sehr aufwendig und da sagt man ungern Nein. Schließlich ist Hilfsbereitschaft auch ein schöner Zug. Gut, ja, aber es darf sich nicht summieren. Und dann ist es nötig, dass Sie sagen, ich täte es gerne, aber es wird mir einfach zu viel. Noch wichtiger ist es aber, bei größeren Forderungen Nein zu sagen. Bei solchen, die Ihnen zu viel von Ihrer eigenen Zeit nehmen. Etwa, dass Sie die Arbeit eines Kollegen mitmachen, nur weil er nicht so fit ist darin wie Sie. Oder wenn Sie den Fahrdienst für eine Freundin übernehmen, weil die so ungern Taxi fährt.
oder wenn Sie eine Einladung annehmen, auf die Sie eigentlich überhaupt keine Lust haben. In solchen Fällen sollten Sie die Reißleine ziehen. Und zwar, damit Sie Zeit für die Dinge gewinnen, die für Sie wichtig sind. Und wichtig sind nicht nur Ihre anderen Pflichten, sondern auch Ihre Erholung und das, was Ihnen Freude macht. Zeit ist die Maßeinheit für Erfolg und Freude. Und Zeit ist kostbar. Sie sollten sie unbedingt mit einem Nein schützen. Mein dritter Gewinn fürs Nein-Sagen lautet: Ein Nein hilft Ihnen, Ihren Werten treu zu bleiben. Ja, ganz wichtig ist Ihr Nein, wenn Sie etwas gegen Ihr Gewissen tun würden, wenn Sie Ja sagen. Das kann eine Absage an einen Gruppenzwang sein. Sie beteiligen sich nicht daran, über jemand herzuziehen oder eine Intrige mitzumachen. Ein Nein um Ihrer Werte willen müssen Sie vielleicht nicht einmal gegenüber einem anderen Menschen aussprechen. Es kann sich auch um ein Nein zu einer Versuchung handeln, die Ihnen einen Vorteil verschaffen würde. Zum Beispiel etwas als eigene Leistung auszugeben, das ein anderer erarbeitet hat. Die berühmten Plagiatsfälle etwa in der Literatur oder im Sachbuch. Oder im Internet eine dubiose Kooperation zu machen, die viele Klicks bringt. Oder auch eine Information nicht weiterzugeben, weil Sie jemandem den Erfolg nicht gönnen. In solchen Fällen haben wir immer einen Engel und einen Teufel auf den Schultern sitzen. Sagen Sie dem Teufel Nein, dann können Sie später gerade in den Spiegel schauen, ohne sich genieren zu müssen. Mein vierter Punkt, warum ein Nein so wichtig ist: Es klärt Ihre Beziehungen. Je näher uns jemand steht, desto schwieriger ist es meist, Nein zu seinen Wünschen und Forderungen zu sagen. Man möchte sich ja die Zuneigung oder die Wertschätzung oder die Liebe des oder derjenigen ja nicht verscherzen. Das gilt für Freunde, für Verwandte, in der Partnerschaft, in der Nachbarschaft und bei Kollegen. Deshalb sagen Sie unter Umständen öfter Ja, als Sie es eigentlich möchten. Dabei ist es gerade in Beziehungen wichtig, dass Sie auch Nein sagen können. Denn dann müssen Sie nicht heimlich übel nehmen oder sich als Opfer fühlen. Eine klare Kommunikation ist die Basis für eine Beziehung auf Augenhöhe. Die anderen wissen dann eindeutig, wo ihre Grenzen sind. Und ich kann Ihnen versichern, das wird Ihnen auf die Dauer auch Respekt einbringen. Mein fünfter Gewinn pro Nein lautet: Es erhöht Ihre Selbstachtung. Dieses hier ist jetzt ein Appell an alle diejenigen, die zu nett sind. Sie haben wahrscheinlich schon in jungen Jahren gelernt, dass ein Nein bei anderen nicht gut ankommt. Und jetzt als Erwachsene trauen Sie sich immer noch nicht, eine Grenze zu ziehen oder eine Forderung abzulehnen. Aber mal ehrlich, Sie fühlen es doch tief in Ihrem Innern, wenn Sie zu gewährend sind. Und Ihr Unwohlsein bedeutet Ihnen, dass Sie nicht auf sich geachtet haben. Ich möchte Sie ermutigen. Sie haben wie jeder Mensch das Recht, eigene Entscheidungen zu treffen und für sich einzustehen. Sobald Sie lernen, ein Nein auszusprechen und dazu zu stehen, wird Ihr Selbstvertrauen wachsen. Üben Sie es regelmäßig. Ich wiederhole nochmal, aus welchen Gründen es Ihnen gut tut, auch mal Nein zu sagen. Erstens, sagen Sie Nein, um sich vor Überlastung zu schützen. Zweitens, sagen Sie Nein, um mehr Zeit zu haben. Drittens, sagen Sie Nein, um Ihren Werten treu zu bleiben. Viertens, sagen Sie Nein, um klare Beziehungen zu schaffen. Und fünftens, sagen Sie Nein für mehr Selbstrespekt. Ich hoffe, ich habe Ihnen die Vorteile des eigentlich so ungeliebten Neins deutlich machen können. Nur wer Nein sagen kann, kann auch wirklich Ja sagen. Doch besonders das Nein erfordert vor allem Selbstbewusstsein, um es auszusprechen, und Selbstliebe, um es sich zu erlauben. Und wenn Sie dazu mehr an sich arbeiten möchten, dann habe ich zwei Online-Kurse für Sie. Der erste trägt den Titel: Selbstbewusstsein stärken, gelassen ich selbst sein.
Und der zweite, liebe dich selbst, dann ändert sich dein Leben. Diese beiden Kurse sind für Frauen, aber sie sich anzuschauen, hat auch noch keinem Mann geschadet. Ich weiß, dass einige Männer diese Kurse auch sich angesehen haben und davon profitierten. Die Infos zu beiden Kursen finden Sie auf meiner Website blodarek.de unter Angebote. Dann freue ich mich natürlich, wenn Sie meinen Kanal abonnieren, kostenlos, ist klar. Oder wenn Sie mir einen Daumen anklicken, sofern Ihnen das Video gefallen hat. Und selbstverständlich auch über Ihre Kommentare. Wir sind eine große Community, tauschen uns gegenseitig aus und das ist immer sehr erhellend und inspirierend. Also fädeln Sie sich da gerne ein. Jetzt wünsche ich Ihnen aber erst einmal, dass Ihnen ein klares Nein mehr Freiraum und mehr Energie verschafft für die wirklich wichtigen Dinge Ihres Lebens. Alles Gute!